Hi, kurz vorweg. Teile dieses Videos wurden aufgenommen, bevor die Maskenpflicht verschärft wurde. Deswegen seht ihr teils keine medizinische Maske. Als das erforderlich war, haben wir natürlich diese getragen. Alle Personen in diesem Video halten Abstand, sind negativ getestet und wir halten uns an alle Sicherheitsprotokolle, die nötig sind. Ihr fragt euch vielleicht, was dieses Video auf dieser Plattform zu suchen hat. Das ReSound One kommuniziert über eine App mit meinem Smartphone, was mir die Bedienung sehr erleichtert. Bevor wir aber zu den Annehmlichkeiten solcher technischen Vorzüge kommen, ist jedoch noch eine ganze Menge an audiologischer Arbeit zu bewältigen und die zeigen wir euch jetzt. Auf der IFA 2020 habe ich spannende Dinge gesehen. Viele davon kennt ihr bereits, etwa Bob oder Küb. Eine Sache, die ich auch spannend fand, habe ich nicht selbst testen können, da es meinen Ohren gut geht. Hörgeräte. Und deswegen führen euch durch dieses Video zum einen ich, also Tim, und zum anderen Phil. Der hat eine Hörbeeinträchtigung. Hi, ich bin der Phil, um den es hier geht. Und ich habe das ReSound 9 angepasst. Und ich habe auf einer Seite eine Hörbeeinträchtigung. Das heißt, ich bin zweimal operiert worden. Und deswegen höre ich auf der linken Seite nicht so gut wie auf der rechten Seite. Und meine Erfahrung und die Vorstellung des ReSound 9 will ich heute mit euch teilen. Wir gehen dabei alle Stufen durch. Und das fängt bei der audiologischen Arbeit an. Hierfür haben wir uns einen Hörakustiker ausgesucht, der uns bei diesen Schritten hat auch filmen lassen. Anfang 2021 nahmen Phil und ich somit dort bei Herrn Herting Platz. Wie der Tim schon gesagt hat, bestand zu dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahmen gemacht haben, noch keine medizinische Maskenpflicht. Ihr seht mich also in einigen Teilen des Videos mit einem Schlauchschal. Wahrscheinlich hätte ich was anderes tragen sollen. So ein Hörgerät ist für mich sicherlich kein alltägliches Gadget, weswegen wir ungewöhnlich viel Zeit vor dem eigentlichen Gerät verbringen. Ihr seht jetzt einen Hörgeräteakustiker beim Hörgeräteakustiker, denn ich bin selber Hörgeräteakustiker im zweiten Lehrjahr und finde es sehr interessant, wie die Kollegen ihre Arbeit machen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim Herrn Herting von Hörgeräte Becker bedanken für die tolle Betreuung. Damit Phil später möglichst viel vom Hörgerät hat, werden verschiedene Tests durchgeführt, die den aktuellen Gehörzustand erfassen sollen. So, Herr Herting, wir beginnen mit der Messung. Mhm. Wir fangen erst auf dem rechten Ohr an und zwar machen wir das so, ich spiele Ihnen verschiedene Töne vor. Und Sie sagen einfach ja, sobald Sie den Ton ganz leise hören können. Sie hören erst nichts und sobald Sie etwas wahrnehmen, sagen Sie ja. Also wenn ich es ganz, ganz leise höre? Sobald es wahrnehmbar wird. Okay. Ja? Ja, gut. So, wir beginnen. Ja. Ja. Gut. Beispielsweise sieht man hier die Tonaudiometrie. Während für uns kein Ton hörbar war, konnte sich der Hörakustiker so ein erstes Bild über Phils Gehörzustand verschaffen. Diese Tests sind sehr ausführlich, man sollte also Zeit einrechnen für den Termin. Wir machen jetzt trotzdem in der Beratung einen kleinen Sprung. Dieses Video wäre sonst sehr, sehr lang. Im Anschluss der Tests folgt eine Rückmeldung über die Testergebnisse. So, Herr Hanich, die Messung haben wir geschafft. Mhm. Jetzt wollen wir uns das mal zusammen angucken. Ja, gerne. Und da können wir schon mal die gute Nachricht sagen. Die rechte Seite ist alles ganz normal. Sie hören wunderbar auf dem rechten Ohr. Auf der linken Seite sieht es ein bisschen anders aus. Mhm. Es ist schon ein mittelgradiger Hörverlust okay. Auf der linken Seite. Wenn man nicht wie Phil bereits auf ein Modell eingeschossen ist, würde an dieser Stelle nochmal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt und vor allem, welche Möglichkeiten bei eurer Krankenkasse bestehen. Der Modellwunsch stand aber bereits fest. Fassen wir das nochmal zusammen. Ja. Sie kamen ja, hatten ja Interesse an dem neuen ReSound One. Ja. Und das gibt es in verschiedenen Baustufen oder Technikstufen. Sie haben ja auch gesagt, Sie hätten am liebsten das 961er. Und das gibt es in verschiedenen Bauarten. Wir können das entweder als Akku anbieten, anpassen oder als klassisches Batteriegerät. Was haben Sie sich da schon irgendwas vorgestellt? Also ich würde es schon gerne mit Akku ausprobieren. Ja. Würde auch gerne bei der Farbe bleiben. Sehr gerne. Dann machen wir das. Dann bestellen wir das in Schwarz. Vielen Dank. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich mich für ein Gerät mit Akkufunktion entschieden habe. Das heißt, ich muss nicht selbstständig Batterien wechseln. Mit der Akkulaufzeit bin ich sehr zufrieden. Das heißt, ich kann mein Hörgerät den ganzen Tag nutzen und abends in die Ladestation packen. Selbst wenn ich es mal einen Tag vergessen sollte, hält der Akku auch für 2 Tage. In der Ladestation ist ein integrierter Akku. Das heißt, sie funktioniert selber wie eine kleine Powerbank. Und auch wenn ich das Ladegerät nicht dabei habe, kann ich die Ladestation mitnehmen, wenn ich zum Beispiel übers Wochenende irgendwo hinfahren möchte. Ihr habt es eben schon gehört. Auch bei dem Modell gibt es selbst nochmal Unterschiede, ob mit Akku samt Ladegerät oder eben mit Batterien. Damit alle Teile auf Phils Ohr passen, muss noch ein Abdruck genommen werden. Tim korrigiert sich zwar gleich, aber es ist kein Abdruck, sondern eine drucklose Abformung. Das heißt, die Masse wird nicht mit Druck ins Ohr gegeben, weil wir dann keinen realistischen Abdruck mehr vom Gehörgang haben würden. So, als nächstes setzen wir jetzt ein kleines Wattestück in den Gehörgang ein. Ja, aber das tut nicht weh, oder? Nein, das tut nicht weh. Es kitzelt vielleicht ein bisschen. So, ich setze das jetzt erstmal ans Ohr ran. Mhm. Und jetzt wird das mit diesem Leuchtstab in den Gehörgang eingesetzt. Okay. Wie gesagt, das kann ein bisschen kitzeln, quietscht vielleicht ein bisschen. Und das gucke ich mir jetzt nochmal an. Jawohl. Okay, ich hole es mal raus. Mhm. Ich
muss wirklich sagen, dass ich den Beratungsprozess wirklich sehr spannend finde, weswegen ihr davon mehr seht, als ich eigentlich anfangs dachte. Die Watte, die eben noch in Phils Ohr eingeführt wurde, sollte nochmal etwas erweitert werden. Während eben dieser Anpassung konnte Phil sein Können als eigener Hörakustiker beweisen, weswegen ich folgenden Outtake drin lasse, bei der die Kamera eher aus Versehen lief. Also das, woran man ein gutes Hörgerät einfach festmachen kann, finde ich, ist die Anzahl der Kanäle. Ja, weil je mehr Kanäle ein Gerät hat, desto feiner kannst du auf den Hörverlust individuell einstellen. Und auf der anderen Seite sind es die Parameter der Nebengeräuschunterdrückung und der Sprachidentifikation. Also da haben die Geräte schon teilweise sehr ausgeklügelte Möglichkeiten, das zu analysieren, allein dadurch, dass sie schon hören, okay, es ist ein sprachähnliches Signal, das von dieser oder jenen Seite kommt, dass sich die Mikrofone von der Verstärkung her anders ausrichten oder einfach bedingt durch die Frequenzstruktur, die Lauthaftigkeit und durch die Gleichförmigkeit eines Signals zwischen Störschall, zwischen Maschinenlärm und halt wirklich zwischen anderen Sachen unterschieden werden kann, und das machen die Geräte zum großen Teil im High-End-Bereich fast automatisch. Ich hoffe, der Comic im Hintergrund hat euch nicht zu sehr abgelenkt, den haben wir dann nachfolgend aber dennoch ausgeschaltet. Was ihr nebenbei noch gesehen habt, die Watte wurde ein drittes Mal aus- bzw. nachgebessert. Schließlich wird die Abformmasse gemischt, vorbereitet und in Phils Ohr eingelegt. Ich ziehe so ein bisschen am Ohr. Bitte. Es handelt sich hierbei um eine drucklose Abformung. Ja, und jetzt warten wir 2-3 Minuten. Ja. So. Das geht hier im Video natürlich auch schneller. Und zack. Wunderbar. Ja, das ist ihr Gehörgang. Mhm. Und da sieht man, sie hatten ja mal eine Operation am Ohr. Das heißt, Das geht hier hinten recht stark auf. Aber soweit die Tiefe, wir haben, was wir brauchen. Sehr schön. Können wir ein gutes Ohrstück bauen. So, Herr Hanig, das war's für heute. Mhm. Ich bestelle jetzt das Gerät, ich bestelle das Ohrstück. Das dauert so circa eine Woche, bis das da ist. Mhm. Und dann machen wir beim nächsten Termin die Anpassung, dass wir die Geräte oder das Gerät für Sie richtig einstellen. Und dann haben sie es heute geschafft. Alles klar, vielen Dank. Wir machen jetzt einen kurzen Zeitsprung, also wir haben einen kurzen Zeitsprung gemacht. Der Phil ist zwar noch nicht hier, aber das Resound. Und das sollte nun Phil angepasst bekommen. Hi, ich bin's wieder, der Phil. Und immer wieder, wenn ich über Erfahrungen mit dem Resound One spreche, dann unterbrechen wir das Video, damit ihr aus erster Hand hören könnt, wie es mir gefallen hat und wie mein, sag ich mal, alltäglicher Bericht dazu ist für das jeweilige Feature oder die jeweilige Funktion. Aber zuerst musste das Hörgerät natürlich angepasst werden. Für den Termin heute haben wir so 3 Teile vor uns. Im ersten Teil werden wir die Geräte erstmal einstellen, dafür werden wir ein paar Messungen machen. Mhm. Im zweiten Teil zeige ich Ihnen die Geräte, wir üben mal das Einsetzen, rausnehmen, dass wir uns das angucken. Und im letzten Teil gucken wir dann mal uns dann zusammen die Verbindung zum Handy, das TV-Set, was ich für Sie besorgt habe. Und das gehen wir heute so Schritt für Schritt durch. Das klingt super. Also ihr habt ja gesehen, dass ich mich für das Resound One in Schwarz entschieden habe, weil es einfach zu einem geht. Schwarz ist eine tolle Farbe. Aber viele Menschen, die eine Hörhilfe bekommen, fühlen sich wohler, wenn man es halt nicht so gut sieht. Und deswegen das Gehäuse in einer Farbe wählen, die unauffällig sich mit den Haaren oder mit der Kopfhaut versendet. Nach erster Betrachtung des Hörgerätes, kaum größer als ein normaler X-Hörer, ging es an das besagte Tuning. Die Einstellungen des Hörgerätes werden beim Akustiker bei dem PC vorgenommen. In unserem Fall war auch ein Firmware-Update verfügbar. Das haben wir direkt eingespielt. Da ich persönlich den Vorgang sehr spannend finde, kürze ich das Material nur bedingt. So, Herr Hanig, wir beginnen mit der Einstellung. Dafür brauchen wir einmal dieses Messgerät. Das werde ich Ihnen gleich um die Schultern legen. Und dann sehen Sie, hängen wir diese Sonde aufs Ohr drauf. Und dann ist hier so ein ganz kleiner, dünner Schlauch auf der linken Seite. Okay. Und den setzen wir in den Gehörgang ein. Und das machen wir, weil wir dann durch diesen Schlauch messen können, was aus dem Hörgerät rauskommt. Und dann können wir das natürlich viel besser für Sie einstellen. Los geht's. So, das wie gesagt einmal auf die Schultern. Und dann hängen wir das schon mal aufs Ohr drauf. Sehr schön, der Schlauch ist schon drin. Jetzt gucke ich mir nochmal die Position an. Mhm. Ich denke, das sieht aber ganz gut aus. Sehr schön. So, dann setzen wir das Gerät ein. Es ist noch ausgeschaltet, also Sie werden erstmal noch nichts hören. Mhm. Ja. So. Als nächstes werde ich das Gerät jetzt erstmal einschalten. Das Gerät ist an, das dürfte ein Unterschied sein. Ist es? Ja, das Ohr ist aufgegangen. Ja. So, wie ist der erste Eindruck? Also es ist anders, ne? Es ist anders. Es ist sehr, sehr klar. Mhm. Und ich höre kein Eigenrauschen, überhaupt nicht. Okay, super, interessant. Sehr schön, das hört sich schon mal gut an. Ja, wir wollen das jetzt aber wirklich nochmal objektiv überprüfen. Mhm. Wie funktioniert es? Sie dürfen gleich wieder hier zu diesem Lautsprecher gucken. Mhm. Und dann werden Sie ein Sprachsignal hören.
Sie können nichts verstehen, das sind verschiedene Sprachen gemischt. Sie müssen also auch gar nichts machen, Sie hören sich das nur an. Es kommt einmal leise, einmal ein bisschen lauter, einmal ganz laut und danach gucken wir uns das zusammen an. Hallo, ich habe das Video schon in der Schule. Wenn die Frau zu bereuen, du fehlst, ist der Bosch da, mit der Lasche gehört, die Schwerpunkt, die Schwerpunkt, die Schwerpunkt, die Schwerpunkt. Schreibt einem Ring, Leute, keine Daniela. Pimming der Bosch, Portionen aller Hüring. So, Hanich, das war die erste Messung. Wir haben jetzt gesehen, was aus dem Gerät rauskommt und wir haben ja festgestellt, dass ein bisschen wenig Verstärkung teilweise ist. Okay. Und ich würde jetzt vorschlagen, im ersten Schritt stellen wir jetzt erstmal die Verstärkung so ein, dass wir die Zielkurven oder die Werte, wo wir hin möchten, erreichen. Und wenn wir den Stand erreicht haben, gehen wir dann mehr in den subjektiven Eindruck. Wie empfinden Sie das? Was müssen wir eventuell verbessern? Mhm. Jetzt machen wir die laute Messung. Nach den ersten Einstellungen ist natürlich die Frage, wie klingt das? Also die normale Lautstärke, die Sie mir gezeigt haben, war angenehm. Mhm. Also das, da habe ich jetzt auch keinen Unterschied gemerkt zwischen links und rechts. Mhm. Also dass man das Gefühl hat, dass es zur einen Seite hinweg driftet, sondern das war gut, das hat mir gut gefallen. Mhm. Also sehr, sehr weich. Mhm. Nächsten Punkt, den wir mal beurteilen. Sie haben schon gesagt, also ich bin auch deutlich. Mhm. Wie ist denn der Klang meiner Stimme? Ist da irgendwas ganz seltsam, sehr verzerrt, zu dumpf, zu hell oder hört sich das normal an, die Sprache? Also es hört sich natürlich an, also nicht blechern oder dumpf. Keins von den beiden Extremen. Mhm. Ich finde schon, dass es sich sehr natürlich anhört. Okay, sehr schön. Aber sonst kein Kratzen, Zwitschern. Nein, also... Super, dann ist Ruhe. Sehr schön. Also ich kann sogar den Rechner hören. Okay, gerade auch draußen, die Lüftung sehr laut, genau, die hört. Okay, dann würde ich jetzt gerne nochmal diese drei Lautstärken nochmal durchmessen. Versteht mich nicht falsch, auch der Rest war spannend, aber irgendwo muss ich auch mal kürzen. Oh ja, Tim, bitte kürzen. Ich würde vorschlagen, dass wir das heute als Grundeinstellung speichern. Wichtig für mich ist, das ist erstmal die Grundeinstellung. Sie nehmen das Gerät jetzt mit nach Hause. Wir machen einen Termin für nächste Woche, Sie sammeln Erfahrungen, dann merken wir sehr gut, was war weniger gut, wie müssen wir das überarbeiten. Seit dem letzten Termin war ich erneut in Wiesbaden bei Hörgeräte Becker. Wir haben einen kürzeren Hörer ausprobiert, das heißt, die Zuleitung vom Hörgerät in mein Ohr ist jetzt etwas anschmiegsamer und es gibt da noch mit Sicherheit Möglichkeiten, das zu verbessern. Die Feineinstellung von einem Hörgerät ist generell nicht nach einem Termin getan, sondern braucht immer wieder neue Termine, bei dem der Akustiker auf die Wünsche des Kunden eingeht. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein, zwei Sachen uns angucken, die Funktionen, die das Hörgerät Ihnen auch bietet. Okay. Und das ReSound One, das 9er, ist ja da auch wirklich sehr gut ausgestattet. Mhm. Ich habe Ihnen also erstmal ein erstes Programm gemacht. Und da ist es jetzt so, wir haben ja diesen Rehörer, also das dritte Mikrofon im Ohr mit drin. Ja. Und dadurch haben wir ein einzigartiges Mikrofoneinstellungssystem bei dem Gerät. Okay. Und das habe ich jetzt in diesem Programm aktiviert. Das heißt, das dritte Mikrofon ist dafür da, dass Sie das räumliche Hören so naturgetreu wie möglich mit dem Hörgerät wahrnehmen. Und das würde ich in dem Programm auch erstmal so eingestellt lassen. Gerne. Ich habe den Rehörer, das ReSound One, jetzt ausgiebig getestet und finde, dass es eine tolle Technologie ist, mit der für den Hörgeräteträger ein sehr viel natürlicheres und klareres Klangbild erzeugt werden kann, was auch beim Verstehen der Sprache in schwierigen akustischen Situationen große Vorteile bietet. Zum Beispiel, wenn man im Restaurant sitzt und einen Gesprächspartner hat, der eventuell nicht direkt vor einem sitzt, sondern links oder rechts nebenein. In solchen Situationen ist die Technologie, die der Marie-Hörer nutzt, eine große Hilfe. Die beiden wissen natürlich genau, worüber sie reden. Ich habe gar keine Ahnung von nichts und vielleicht geht es euch genauso. In Sachen Verstehen hat Phil mir geholfen und vielleicht auch euch. Also warum wir beide so aus dem Häuschen sind, ist das Mikrofon ist ja direkt am Ohr. Und wenn Schall aus dem Ohr zurückkommt und den Weg zurück zum Mikrofon findet, fängt es an rückzukoppeln. Und deswegen ist das, obwohl das Mikrofon hier drin sitzt und nicht hier oben, ist es so genial, dass es trotzdem nicht pfeift. Ja, und das war so ein bisschen Sorgen bei diesem Marie-Hörer, dass der vielleicht nicht reicht wegen der Rückkopplung. Ja. Danke, dass du das auch jemandem erzählst, der wirklich keine Ahnung hat. Also das Ding ist, du hast ja, dein Ohr hat ja eine Form. Das heißt, Schall von vorne wird besser wahrgenommen über die Bandbreite der Frequenzen als von hinten. Von hinten hörst du eher die dumpfen Töne, die sich um die Ohrmuschel rumbeugen besser und die hohen Töne nicht so. Und das ergibt einfach ein Klangprofil, das du schlecht nachbilden kannst, wenn du den Schalleingang hier oben hast, auf dem Ohr. Denn, weil jedes Ohr ist unterschiedlich und...
Deswegen ist es auch eine individuelle Direktionalität über alle Frequenzen, die da mit reinspielt und die eine große Rolle spielt, ob sich das Hören natürlich oder nicht natürlich anhört. Man merkt, fällt die Ausbildung als Hörakustiker wirklich an. Deswegen bekommt ihr die Infos zu dem Hörgerät eher von den beiden als von mir. Das gleiche gilt auch für die Features. Die Störgeräuschunterdrückung ist jetzt bei dem Resound One so voreingestellt, dass wir die situationsautomatisch haben. Das heißt, das Gerät erkennt, Sie sind in einer sehr, sehr lauten Situation, dann würden Geräusche stärker abgesenkt werden, als wenn Sie in einer ruhigen Situation sind. Sollen wir das erstmal so lassen oder möchten Sie eine feste Einstellung? Also ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das Gerät ohne spezielle Programme arbeitet und wie sich das einstellen kann. Sehr gerne. Lassen wir das auch erstmal so. Ja. Meine Erfahrung mit der Störgeräuschunterdrückung vom Resound One war, dass es mir immens geholfen hat, dass ich in vielen Situationen besser Sprache verstanden habe und weniger Schwierigkeiten hatte, die Sprecher oder das, was ich hören möchte, vom Hintergrund zu unterscheiden. Und das war für mich eine große Bereicherung. Also ich fand dieses Feature sehr, sehr hilfreich. Als nächstes, Sie haben vorhin mal davon gesprochen, dass Sie kein Eigenrauschen hören oder kein Mikrofonrauschen. Ja. War das bei dem alten Gerät gelegentlich so? Hin und wieder. Hin und wieder mal. In sehr, sehr ruhigen Situationen. Okay. Darum würde ich erstmal nichts machen. Wenn wir merken, oder Sie sagen, nee, in ruhigen Raum fällt mir das trotzdem auf, haben diese Geräte eine Funktion, die Expansion, um solche leisen Geräusche ein bisschen zu reduzieren. Ich würde aber für die erste Woche mal vorschlagen, wir lassen mal die volle Hörbarkeit. Und falls da was störend ist, dass wir beim nächsten Mal dann da eingreifen. Gerne. Mhm. Meine Erfahrungen mit der Expansion des Resound 9 waren so, dass ich keinerlei Geräusche gehört habe, die vom System her selber kommen, weil jedes Mikrofon, das verarbeitet wird, eine geringe Eigenresonanz hat. Das heißt, es kann, wenn die Lautstärke hoch genug ist, zu einem Eigenrauschen kommen. Das habe ich in der ganzen Testzeit des Resound 1 nicht mehr wahrgenommen. Dann hatten Sie mir erzählt, bei dem alten Gerät hatten Sie verschiedene Programme. Ja. Sie hatten gesagt, Musik wäre wichtig. Ja. Und ich würde vielleicht auch schon mal ein Gesellschaftsprogramm machen. Das möchte ich Ihnen später bei der App zeigen, weil Sie dann die Möglichkeit hätten, zum Beispiel die Richtwirkung des Geräts selber einzustellen. Und da wäre jetzt sozusagen ein Mikrofon aktiv, was, wenn hinten Geräuschkulisse ist, vorne ist ein Sprecher, wird sich das Gerät nach vorne sozusagen die Richtwirkung in diesem Programm einstellen, dass Sie sich besser auf den Sprecher gegenüber konzentrieren können. Okay. Die unterschiedlichen Programme des Resound One sind für mich eine schöne Möglichkeit, um meinen Hörkomfort und mein Hörerlebnis selber zu gestalten. Das heißt, ich kann die Programme den Situationen entsprechend einstellen und so das Hörerlebnis, das ich durch das Resound One habe, optimieren. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das zweite Programm, was mir das Sprachverstehen im Störlärm erleichtert, indem die Signale, die von vorne kommen, also mir direkt gegenüber, deutlicher verstärkt werden als die Signale von der Seite oder von hinten. Auch für Musik gibt es ein eigenes Programm. Und wie klingt das, Phil? Also es hört sich beim Musikprogramm natürlich an, mehr ausgemittelt. Ja. Als würde es nicht durch einen Equalizer laufen. Okay, ja, eher ein bisschen angenehmer. Ja. Und das ist genau das, meistens wenn der Sprachbereich eben sehr betont ist, dass das so dieses Scheppernde wird irgendwie. Dann würde ich auch das erstmal eigentlich so speichern. Gerne. Auch hier, wir müssen es überarbeiten. Ja. Wir werden später die App koppeln, darüber können Sie die Programme steuern. Sie haben ja aber auch einen Taster am Hörgerät. Habe ich. Und das wird Ihnen die Möglichkeit geben, auch wenn das Handy mal nicht griffbereit ist, die Programme durchzuwechseln. Sollen wir diesen Taster aktivieren? Sehr gerne. Ja. Der Taster auf der Rückseite meines Hörsystems ermöglicht, dass ich die Programme selbstständig bedienen kann. Der Taster lässt sich ohne großen Druck und ohne, dass ich das Hörgerät am Kopf fixiere, sehr leicht bedienen und ist sehr gut verarbeitet. Wir denken ja auch später an das TV-Set noch. Ja. Und da würde ich vorstellen, dass wir das so belegen, dass Sie das TV-Set über den Taster an- und ausschalten können und die Programme durchwechseln können. Gerne. Ja. Okay, super, dann stelle ich das so ein und auch das spielen wir später einmal durch. Wenn ich den Taster an meinem Resound One lange gedrückt halte, schalte ich auf die Kopplung zum TV-Streamer. Dieser trägt dann die Audiosignale direkt auf mein Hörgerät, ohne dass die Mikrofone einbezogen werden, was in der Regel die Klangqualität immens verbessert. Wir haben sozusagen nur einen Schalter und das Kurzdrücken, Langdrücken. Okay. Und deswegen können wir jetzt nicht noch Lautstärke zusätzlich mit reinnehmen, das müssen wir dann irgendwie, ich glaube, so ist es aber praktischer. Ich meine, dafür ist das Gerät ja sehr klein und sehr, trotz Taster, sehr kompakt und da kann man halt nicht noch 5 Tasten draufsetzen. Ja, genau. Das ist die Ladestation zu dem Gerät, weil das Gerät läuft ja nicht mehr mit Batterie, sondern mit Akku. Ja. Also erste Funktion, Sie machen es auf, das Gerät wird einfach hier reingelegt, die Otoplastik hier in die Mitte und dann wird das Hörgerät aufgeladen. Ja. So, sobald Sie es hier reinstellen, ist das Gerät ausgeschaltet. Das heißt, Sie können es auch die ganze Nacht darüber drin stehen lassen. Okay. Das heißt, immer wenn Sie es nicht tragen und zu Hause sind, einfach in die Ladestation tun. Okay.
Gibt es da irgendwie eine Einrastung? Oder? Nein, gibt es nicht. Okay. Genau. Sie sehen erstmal hier das Licht dann, was da ist. Sie sehen auch hier, das ist der Ladezustand des Geräts. Ja. Wird kurz angezeigt. Und wie gesagt, hinten wäre der Ladezustand dann von der Powerbank. Okay. Und die ist leider nicht USB-C, sondern Micro-USB. So können Sie es laden und wenn Sie fertig sind oder am nächsten Morgen, einfach wieder rausholen und dann geht es weiter. Die Verarbeitung der Ladestation vom ReSound One ist durch die Bank weg solide. Sie liegt gut in der Hand und der Deckel lässt sich ohne weitere Schwierigkeiten oder Mechanismen schließen. Was für mich einen sehr guten Eindruck macht, ist, dass wenn ich sobald das Hörgerät in die Ladestation stecke, dass mich eine LED-Anzeige sowohl über den Ladestatus des Hörgerätes informiert, als auch auf der Rückseite über den Ladestatus der Powerbank, die in der Ladestation verarbeitet ist. Und wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Der Akku wird 24 Stunden halten. Wenn Sie viel streamen am Fernsehen, kann das ein bisschen weniger sein, aber 20 Stunden sollte der Lukas schaffen. Also das heißt, egal was ich mache, ich komme mit dem Akku auf jeden Fall durch einen Tag. Definitiv. Großartig. Ich bin mit der Akkulaufzeit des ReSound One sehr zufrieden. Es ist mir in meiner ganzen Testphase noch nie passiert, dass der Akku während des Betriebs ausgesetzt hat. Zurzeit ist die Ladestation bei mir die ganze Zeit am Strom angeschlossen. Für den Fall, dass man in nächster Zeit wieder verreisen kann, werde ich die Akkulaufzeit der Powerbank auch weiter testen können. Gibt es noch Fragen erstmal zu der Ladestation? Nein, ich denke, das passt alles. Gebe ich Ihnen mit, Bedienungsanleitung ist mit dabei, da steht auch nochmal alles mit drin. Schön. Dann koppeln wir einmal die App. So, das heißt, wir bräuchten Ihr Smartphone. Ja, ich hol's mal eben. Die App ist schnell runtergeladen. Sie ist zum Beispiel im Play Store verfügbar. Ist die App runtergeladen und installiert, müsst ihr den Nutzerbedingungen zustimmen. Die App erfragt außerdem einen Standortzugriff. Sind alle Berechtigungen verteilt und Bluetooth eingeschaltet, kann das an das Pairing gehen. Ich denke, es gibt genug Menschen, die sich vor Apps fürchten. Aber keine Sorge, euer Hörakustiker hilft euch und weist euch ein. Ihr müsst die App und den Umgang damit also nicht alleine lernen. Das Geräusch, was ich hier gerade ausgeblendet habe, während dem Voice-Over, muss euch auch keine Sorgen machen. Bing, ja. Bing, das heißt, sagt mir, dass das Hörgerät an ist, aber noch wartet, bis es anfängt zu verstärken. Ist das Pairing durch, kann man die Anwendung verwenden, also nachdem man noch mehr Bedingungen zugestimmt hat. An dieser Stelle kann ich euch versichern, niemand verkauft hier seine Seele, wenn er oder sie auf Annehmen drückt. Sind alle Berechtigungen gegeben, Bluetooth am Handy eingeschaltet und allen Bestimmungen zugestimmt, kann es losgehen. Ja, wir haben das ja erfolgreich gekoppelt, das Gerät. Jetzt möchte ich Ihnen mal so ein bisschen die Grundbedienung zeigen. Mhm. Hier ist erstmal das Startmenü. Da haben Sie einmal die Möglichkeit, die Lautstärke zu verändern. Ich mache das einmal kurz. Sie sehen das schon angezeigt. Und ja. Sie müssen auch einen Ton gehört haben. Ja, habe ich. Eine Bestätigung. Und da können Sie wirklich individuell für sich die Lautstärke variieren. Ja. Sie hätten dann auch noch die Möglichkeit, hier über Komfort oder Sprachklarheit ein bisschen die Schärfe zu verändern, zu variieren. Und Sie haben hier eben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Windgeräusche reduzieren und doch nochmal stärker zu fahren. Ja. Wenn Sie sagen, Sie sind da doch oben in Lübeck. Und Sie können auch die Störgeräuschreduzierung, alle Stufen, wir haben die situationsabhängige, aber Sie können sagen, jetzt brauche ich es stark, egal. Wenn Sie irgendwie gesagt haben, ich bin an dem und dem Ort, habe mir die und die Einstellung gemacht, das klappt gut, können Sie es speichern, können Sie es benennen. Okay. Rollerbladen an der Ostsee. Also ich kann mir eigene Profile zusammenstellen. Ganz genau, ganz genau. Ist so von der App eigentlich die App mit den meisten Möglichkeiten für den Nutzer. Die App-Anbindung an das ReSound One gibt mir viele Möglichkeiten, die ich mit der Bedienung des Tasters nicht habe. So kann ich innerhalb der von Akustiker festgelegten Programme immer noch die Höhen und Tiefen eigenständig zurücknehmen und mir auch eigene Programme abspeichern. Ich kann über die App-Anbindung ebenfalls die Verbindung zum Multistreamer herstellen und steuern und sowohl die Höhen als auch die Tiefen des Audiosignals verändern. Was für mich sehr komfortabel ist, ist, dass sich das ReSound One merkt, an welchen Orten ich welche Programme benutzt habe und diese im Zweifelsfall automatisch einstellt, wenn ich diesen Ort wieder besuche. Und genau dafür braucht die App auch eure Standortdaten. In der bisherigen Nutzung des ReSound One hat die App-Anbindung bisher immer ohne Schwierigkeiten funktioniert und sobald ich die Bluetooth-Verbindung zu meinem ReSound One hergestellt habe, hat die App das Hörgerät innerhalb von wenigen Sekunden gefunden und ich konnte darauf zugreifen. Dann wäre der letzte Punkt jetzt noch das TV-Set. Jawohl. Und das habe ich schon vorbereitet. Ihr habt ja anfangs schon einen Outtake gesehen und hier war noch einer, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Bin ich der Einzige, der findet, nachdem ich jetzt weiß, wie das funktioniert, dass sie sich mit TV-Streamer 2 ganz schön limitieren für Leute, die das interessant sein könnte? Weil ich habe, in meinen Augen war das ein Teil, das an den Fernseher kommt. Mhm. Also das ist ja eigentlich quasi ein Teil, was man an Smartphone an alles, ja. An alles ja. Also das Marketing ist nicht ideal. Aber eigentlich heißt ja Audio Beamer 2. Also so ganz, ganz gut. Stimmt, TV. Ja. Stimmt, ja. Aber du hast völlig recht mit deiner Einschätzung. Ja. Eigentlich überall Klinkenstecker, ja. Vielleicht sollte man das deutlicher machen. Aber jetzt weiter mit dem Audio Streamer. So,
Also zum Koppeln einmal Hörgerät an- und ausschalten und dann ist hier einmal die Paarungstaste. So, die drücke ich einmal, dann wird das hier orange blinken, dann wird suchen. Möchte man etwas mit dem Hörgerät verbinden, muss man es ein- und ausschalten. Anschließend ist der Pairing-Modus für 2 Minuten offen. Diese 2 Minuten können genutzt werden, um beispielsweise den Audio-Streamer zu verbinden. Wir sind gekoppelt. Okay. Jetzt schließe ich das einmal hier an. So, Sie haben sich also zu Hause vor Ihren Fernsehen gesetzt, das ist alles angeschlossen. Mhm. Und jetzt wollen Sie Fernsehen gut gucken oder gut hören über Resound One. Jetzt haben Sie ja diesen Taster gesehen und den müssen Sie jetzt drücken und mal so 1 Sekunde gedrückt halten und dann loslassen. Dann müsste eine Melodie kommen und da müsste jetzt was zu hören sein. Der gestreamte Ton kann über die App lauter und leiser gemacht werden. So, wenn Sie es jetzt beenden möchten, ja, drücken Sie einmal kurz auf den Knopf. Und ist weg. So, jetzt müsste es einmal gepiepst haben. Ja. Okay, super, sehr gut. Wenn Sie jetzt nochmal kurz drücken, jetzt müsste es 2-mal piepsen. Ja. Jetzt sind Sie im Richtprogramm. Ah, okay. Weil ich ja vorhin sagte, Sie können die Programme durchwählen. Ja. Das heißt, kurzes Drücken, schalten Sie die Programme durch. Ja. 3-mal piepsen ist das Musikprogramm. Ja. Und dann, wenn Sie wieder drücken, sind Sie im normalen Programm. Okay. Und wie bei allen Geräten, wenn Sie es aus- und anschalten, also da sind Sie immer im ersten Programm. Dazu Fragen? Also bisher keine. Beratungen im Geschäft sind die eine Sache und eigene Meinungen manchmal eine andere. Und deswegen hier eine kleine Outtake-Szene, für die ich mir natürlich die Erlaubnis eingeholt habe. Dann mache ich das mal Stopp. TV-Sets sind wirklich, wirklich ihr Geld wert. Also das ist wirklich eine riesen, riesen Verbesserung. Und bei Ihnen ist jetzt durch das Monorale, Sie haben ja zumindest auf der rechten Seite normal Fernsehen gehört. Ja, ja. Und trotzdem wird das ein riesen Unterschied sein. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Outtake. Dieses Video besteht wirklich sehr viel aus Outtakes. Jedenfalls bin ich reingeblöckt und habe gesagt, also direkt noch ein zweites Urteil. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Und weil die Kamera dabei lief, ihr jetzt auch. Also du, den optimalen Sitz, gerade wenn du so ein hochwertiges Gerät hast, musst du einen guten Sitz haben, einen Gehörgang, damit die Features wirklich wirken. Aber wenn du jemanden hast, der sehr gut hört, kannst du nicht einfach so ein Ohrstück dran nehmen. Der geht in die Wendung. Der wird sich beschweren, dass das sich absolut scheiße anhört. Weil du gibst Schall ins Ohr. Und wenn du einen offenen Gehörgang hast, gibt es Frequenzen, die wieder abfließen. Das passiert einfach. Und sobald du das Ohr zumachst, passiert es nicht mehr. Und es hört sich dumpf an, es hört sich, du hörst deine eigene Atmung, Blutrauschen, Kauen, hörst du alles deutlich und das ist für die meisten Leute sehr, sehr unangenehm. Das heißt, gerade wenn du Leute hast, die jetzt gerade mal, was weiß ich, nur 1, 2 Frequenzen haben, wo sie Verstärkung brauchen, sind immer in der Not, dass du ja Verstärkung in das Gehör bringen musst, aber auf der anderen Seite auch so offen anpassen musst, dass möglichst natürlicher Höreindruck entsteht. Meine Erfahrungen mit dem TV-Streamer waren sehr positiv. Man kann ihn ähnlich wie ein Soundbar an den Fernseher oder jedes andere Gerät anschließen, das ein Audiosignal abgibt. Und sobald die Kopplung mit dem Resound One einmal hergestellt ist, bleibt diese Verbindung erhalten. In Deutschland sind viel mehr Menschen von einem Hörverlust betroffen, als man eigentlich glauben möchte. Leider ist es auch so, dass viele Leute, die eine Hörminderung haben, nicht mit einer Hörlösung versorgt sind. Dies trifft auch immer öfter junge Menschen. Da aber auch viele junge Menschen nicht immer einen Fernseher haben, aber eine Spielekonsole, wie zum Beispiel die Switch, kann der Audio-Streamer auch an die Switch angeschlossen werden, sodass auch Gamer mit Hörminderung einen realen Gewinn von diesem Zusatzgerät haben. Wie ich euch aus eigener Erfahrung sagen kann. Je nach Gerät kann es sein, dass kein Ton mehr über die Ausgangslautsprecher kommt. Würde Phil jetzt zu zweit spielen, wäre das natürlich unpraktisch. Weil zum Beispiel ich höre dann nichts mehr. Auch Phil hat jetzt Ton nur auf einer Seite, weil er nur auf einer Seite eine Hörhilfe braucht. Es sind alle Bedienungsanleitungen dabei, also alles wie gehabt. Also wenn da auch Fragen sind, auch beim Laden, auch bei der Ladestation, ja nicht. Dann haben sie es für heute geschafft. Ja. Wir haben einen Termin vereinbart nächste Woche und dann gucken wir einfach mal ihre ganzen Erfahrungen und gehen dann weiter in die Einstellung rein. Und ich wünsche Ihnen gutes Hören die nächsten Tage. Alles klar, vielen Dank, Herr Herting. Bitteschön. Wer es noch nicht geschafft hat, das seid ihr. Denn dieses Video, das ist noch nicht zu Ende. Und für mich ist das Tragen des Resound One ebenfalls nicht vorbei, denn ich habe mich dafür entschieden, das Gerät zu behalten. Ich werde den Herrn Herting noch ein weiteres Mal besuchen und die Einstellung und die Montage vom Resound One an meinem Ohr zu optimieren. Leider wird mich der Tim dabei diesmal nicht begleiten. Wenn ihr noch Fragen zum Resound One habt, postet sie hier in die Kommentare. Mein Name ist Tim Mohn. Und ich bin Phil. Für die Nerdbench.